Quattro mal anders. Der Audi e-tron kommt mit zwei asynchronen Elektromotoren. Diese liefern umgerechnet 408 PS. Der Preis? Knapp 80.000 Euro. Neue Technik in traditioneller Form. Mit seinem großen Kühlergrill präsentiert sich der e-tron eher im Verbrenner-Look. Details wie die Ladeklappe outen ihn als Stromer. Unter der 4,90 Meter langen Karosserie sitzen die Akkus mit einer Bruttokapazität von 95 Kilowattstunden. Genug Saft für flottes Vorankommen. Was natürlich geil ist bei diesem e-tron, wenn du hier drauf trittst, dann hast du sofort eine Ansprache. Ja? Selbst wenn du hier im Komfortmodus unterwegs bist, ohne diese Oberboost-Funktion, einfach mal kurz zack, zack und schon ist Leistung da. Das ist echt geil. E-Auto typisch, Drehmoment in jeder Lebenslage. 561 Newtonmeter stehen dem Allradler zur Verfügung. Mit Boost sind es sogar 664. Den Fahrkomfort unterstützt natürlich auch das Luftfahrwerk des e-tron, der sich sehr viel Mühe gibt, auch auf den schlechten Straßen diese Spitzen rauszunehmen. Das ist ja bei so schweren Autos nicht ganz so einfach, aber das ist Audi wirklich gut gelungen. Allein die Akkus wiegen bereits 700 Kilogramm. Insgesamt bringt der e-tron knapp 2,6 Tonnen auf die Waage. Wie ein Dickschiff wirkt er dennoch nicht. Wenn man einmal in Bewegung ist und man hat so im Hinterkopf, ja, man hat 2,6 Tonnen hier in Bewegung, merkt man das eigentlich gar nicht so sehr. Durch diese immer vorhandene Leistung fühlt er sich wirklich ganz gut an. Wo man es merkt, ist dann natürlich, jetzt kommt gleich eine Kurve, wenn man ihn dann so reinwirft, dass er dann schon ordentlich zu tun hat, obwohl ja der Schwerpunkt recht niedrig ist. Vor allem, weil auch die Lenkung wohl eine der gefühllosesten ist, die Audi jemals konstruiert hat. Deutlich mehr Rückmeldung als das Lenkrad liefert die Display Armada im Cockpit. Drei Bildschirme kommunizieren mit dem Fahrer. Über Informationsarmut kann sich hier niemand beklagen. Stets im Fokus die Reichweite. Um Reichweite zu sparen, hat sich Audi aber auch echt viel überlegt. Denn ich kann den e-tron hier relativ autonom fahren lassen. Teilautonom. Er stützt mich nicht nur beim Lenken und beim Bremsen, sondern er erkennt auch, wenn ein Fahrzeug vor mir fährt und löst das über eine Rekuperationsfunktion, die richtig viel Energie zurückholt im Vergleich zu anderen Autos. Und macht das Ganze auch topografieabhängig über GPS-Daten, merkt, wenn Ortschaften kommen, signalisiert mir das im Gaspedal oder im Fahrpedal, wie man jetzt bei E-Autos ja sagen muss. Und das, ja, das erzieht dich so ein bisschen. Ja? Der e-tron erzieht dich so auf sparsames Fahren. Klar willst du die Leistung immer mal ein bisschen abrufen, aber du guckst eigentlich eher, dass du effizient fährst. Auf der realitätsnahen AMS-Elektrorunde kommt der e-tron auf eine Reichweite von 380 Kilometer. Wie schlägt sich der Audi auf der Teststrecke? Im Sprint von 0 auf 100 kann der Stromer zeigen, wie viel Power in seinen Akkus steckt. Dann schauen wir doch mal, wie der e-tron beschleunigt. Drive Select hier auf Dynamic, ESP direkt. Touch-Taste lange drücken und dann ist sie aus. Und dann einfach nur noch voll drauf treten, ruck und los geht's. Und schon sind wir bei 100. Das ging recht zügig. Ein SUV Topwert. In nur 5,8 Sekunden erreicht der e-tron die 100 km/h-Marke. Auf zum Bremsen. Der e-tron verzögert elektrohydraulisch und steht auf 255er Bridgestone Alenza in 20 Zoll. So, dann bremsen wir den e-tron mal mit seiner Brake-by-Wire-Bremse. Und das geht wirklich schnell, fühlt sich aber mit wenig Pedalfeedback ein bisschen komisch an. 35,6 Meter. Der Audi bremst solide, zeigt aber keinen Spitzenwert. Ich würde mir den e-tron kaufen, weil er ein richtig gutes E-Auto ist.
Er hat ordentlich Reichweite, Schnellladefunktion und das bietet bis auf ein Tesla Model X momentan noch keiner. Ich würde mir den e-tron nicht kaufen, weil er überraschend langweilig ist. Audi hat ihn so perfekt abgestimmt im Antrieb oder eben auch nicht unperfekt in der Lenkung, dass das richtige Fahrspaß-Feeling in diesem Auto einfach nicht aufkommen will. Dann würde mich jetzt aber natürlich interessieren, wie findet ihr den e-tron eigentlich? Ist der irgendwie geiler als ein Tesla, gerade ein Model X? Oder eher so Elektro-Hausmannskost? Lasst es uns wissen, da unten.